Es ist auch neu gebaut worden hier, ne? Aber es gab ja lange Zeit nur Metallspäne, die rumlagen, irgendwelche Schrotte und was weiß ich, auf den Wahnsinn. Wann wart ihr das letzte Mal hier auf diesem Gelände? Also ich schätze, das muss irgendwie 2004, 2005 gewesen sein, weil da war in der alten Schiffbauhalle war ein Getreidelager. Die deutsche Werft war mal die größte europäische Werft. Ja. In den 50er Jahren, die damals größten Schiffe der Welt, sind auf der deutschen Werft gebaut worden. Auf HDW haben die Leute sehr eigenständig gearbeitet. Die haben nicht nach Anweisungen gearbeitet. Die konnten Zeichnungen lesen, die konnten genau sich überlegen, wie mache ich das. Die HDW-Betriebsbesetzung ist was wirklich Einmaliges, auch bundesweit gewesen. Wir wollten, dass die Betriebsbesetzung ein Kampfmittel der Gewerkschaften wird. Kaum spricht man mal mit irgendjemandem drüber, kommen Leute raus und sagen, ich war da auch, meine Eltern haben da gearbeitet, ich habe da unterstützt, wir haben da was hingebracht. Die Besetzung fällt in eine Phase, in der sehr viele Branchen, insbesondere der sogenannten Traditionsindustrie, in einer Anpassungskrise standen. Im September 1983 ist es soweit. Trotz weiterer Verhandlungsversuche stehen 1.354 Entlassungen unmittelbar bevor. Als erstes was Schönes, ne? Dass es diesen Baum da noch gibt, ne? Das freut mich sehr. Der war klein damals und jetzt ist er richtig gut, dass sie den erhalten haben. Toll. Wir stehen jetzt ja hier auf dem alten Gelände der HDW. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht, damals aus der Zeit der Besetzung. Als erstes wäre meine Frage, wer seid ihr da? Seid ihr drauf zu sehen? Seid ihr dabei? Ja, ich ja. Da ist Mügo. Das bin ich. Wer bist du? Zeig nochmal. Andreas Mügo. Ja. Der hier? Ja, daneben ist Alfred Landwirt, Betriebsratsmitglied. Und hier kommt Holger Mahler, der gerade ins Mikrofon spricht. Und kommen viele IG Metaller. Und es gibt noch einen wichtigen Mann, der hat auch ein Megafon, das ist Otto Koch. Der Vertrauenskörpervorsitzende. Herrlich. Es war also, da geht einem das Herz auf. Da geht einem das Herz auf, wenn ich das hier sehe. Der Otto mit seinem Engagement. Ich war dieser hier. Das bist du, okay. Das bin ich hier. War natürlich eine Riesenspannung, Angespanntheit auch mit drin. Aber wir hatten ja vorher auch eine Demo in der Innenstadt gemacht. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, hier demonstriert die HDW-Belegschaft zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Und wir hatten ja heimlich, still und leise Schiffe bestellt bei der HADAG, um also auch die Demo zu machen. So, und dann haben wir den Rundgang durch die Innenstadt gemacht und dann auf der Rücktour dann sind wir wieder rein wie in die Kantine, haben wir weitergetragen als Betriebsversammlung. Und dann kam also dann auf einmal die Forderung, dass wir die Werft besetzen. Und dann wurde das zur Abstimmung gestellt. Das hat übrigens der Otto Koch gemacht. Er war ja Vertrauensgeberleiter. So, und das ist dann also auch mit sehr, sehr großer Mehrheit beschlossen worden. Da gab es irgendwie keine Gegenstimmen, keine Enthaltung, aber mit riesiger Mehrheit. Wir gehen zum Betriebstor und einer hatte ein Schloss vorbereitet, nämlich Jürgen Kühle. Und wir gehen alle nach vorne und das Tor wird zugeschlossen. Um 12 Uhr war das Tor dicht. Dann kam keiner mehr rein. Otto hat ja praktisch in der Versammlung erklärt, der Betrieb ist besetzt. Genau. Das Werkstor ist jetzt mit einer Kette und zwei Schlössern, glaube ich, zugeschlossen worden. Und die beiden Transparente hängen. Und das Tor war, wo war das? Das Tor war hier drüben. Ja, ungefähr, ja. Praktisch da, wo heute die Spundwände für den Flutschutz sind. Nicht ganz, das war ja die Spundwände, die war davor. Es kann auch sein, dass es hier gewesen ist. Die Besetzung der HDW vor 40 Jahren ist zum einen Geschichte. Es ist aber auch Erbe, weil das die DNA der Geschäftsstelle Region Hamburg ist, aber auch der Stadt Hamburg. Und es ist Orientierung, weil es zeigt, gemeinsam kämpfen lohnt sich, stark sich für die Interessen einzusetzen. Und das ist in Zukunft genauso wichtig. Naja, es war wieder mal eine Schiffbaukrise. Das war die Zeit, in der nach Japan und Südkorea in den Markt eintrat
und sowohl kapazitätsmäßig als auch preismäßig den Markt gewissermaßen ruinierte. Und die deutschen Werften waren schlicht, wir haben immer gesagt, Schlosserbetriebe, die dann ab und zu Schiffe bauen. Es geht ja immer darum, wir brauchen die Aufträge, um die Arbeit zu haben. Stimmt. Und wenn dann der Vorstand sagt, das Schiff geht nach Kiel, das Schiff geht nach Kiel, nach Hamburg geht nichts. Wir hatten 83 hier keinen Auftrag mehr. Und da war uns schon klar, dass man uns als bundeseigenes Unternehmen abwickeln will. Das war mir klar. Die Werftarbeiter waren alles Männer zu der damaligen Zeit, aber die hatten natürlich Frauen, Familien, die sie unterstützt haben. Wer noch mal was erzählt zu der Aktion der Frauen, die dem vorausgegangen war? Es gab ja auch einen Hungerstreik, soweit ich weiß. Die haben einen Hungerstreik davor gemacht. Das waren 4 oder 5 Frauen von Werftarbeiterinnen. Unter anderem war meine Frau dabei. Es hat viel mobilisiert auf der Werft. An den Landungsbrücken oben am Stimmfang haben sie ihre Hungerstreikaktion durchgeführt und war medial groß in der Presse und auch im Fernsehen und so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, würde sagen, das war der Zündfunke für die Besetzung, dass es so eine starke Bewegung für die Besetzung gab. Wir haben hier gehungert, um euren Streik, um euren Kampf vorzubereiten. Und wenn ihr uns jetzt im Stich lasst, wenn ihr jetzt nicht kämpft, dann kriegt ihr es mit uns zu tun. Wir dürfen nicht zur Besetzung aufrufen. Wir haben praktisch das Geschehen mitverfolgt und haben uns dann solidarisch erklärt. Diese Aktionen sind getragen von lokalen Politikern, Bürgermeistern der Orte, hier in Hamburg, die versuchen quasi den Standort oder den Betrieb zu erhalten. Es ist auch gekennzeichnet, dass es eben viel Unterstützung aus der Bevölkerung gibt, weil alle größeren Unternehmen, die geschlossen wurden, immer starke Auswirkungen haben. Es hängen mehr Personen dran, Einzelhändler etc., die in der Regel ebenfalls die Schließung verhindern wollten oder die Protestierenden dann unterstützten. Wir waren, wenn man so will, juristisch nicht, aber politisch Beteiligte. Es ging dann die Organisation der Besetzung los. Hier wurden Wachen aufgestellt, hier wurden Betten aufgestellt. Die Werkskantine wird zum zentralen Versammlungsort auf der Werft. Erste Spenden und Solidaritätsbesuche treffen ein. Viele Betriebsräte anderer Betriebe sind hier gewesen. Genau. Und, dann gab es eine Verbindung zwischen den Werften in Bremen und Hamburg. Wir sind mit der kleinen Delegation der freigestellten Betriebsratsmitglieder hier heute Morgen erschienen, um euch einmal unsere Solidarität, aber auch die Solidarität der bei Lommer Post beschäftigten Kollegen zu überbringen. Erstes haben wir ein Alkoholverbot komplett durchgesetzt. Es durfte nicht auf der Werft getrunken werden. Das war nicht so einfach, wenn Leute den ganzen Tag irgendwo sitzen und nichts zu tun haben und irgendwie in den Kantinen saßen. Und dann das Zweite war wichtig, auch Sachen zu organisieren, damit hier Leben rankommt. Hannes Wader war hier als Beispiel, hat ein großes Konzert gegeben. So, das muss man so sehen. So haben wir diese ganzen Verhandlungen, haben wir das sehr geschickt immer weiter betrieben, die Belegschaft informiert als Betriebsrat. Das konnten wir ja alles machen. So, und dann kam natürlich die Phase, wo dann also die Unternehmensleitung beschlossen hatte, jetzt ist Schluss, ihr habt uns lange genug hingehalten. Und haben uns dann mit einer großen Sackkarre 1.354 Entlassungsanträge hingeschoben. Ja? Da frage ich Sie mal, Herr Ahlers, Sie haben, glaube ich, auch Kinder. Ist das sozial ausgewogen, dass Familienväter, die lange Jahre hier der Werft angehören, die 3, 4 und sogar 6 Kinder haben, auf dieser Entlassungsliste stehen? Ist es sozial ausgewogen, dass Schwerbehinderte draufstehen? Ist es sozial ausgewogen, dass also Kollegen draufstehen, die unter Alterssicherung fallen, die sogar nicht mal kündbar sind, dass sie diese Leute auf die Liste haben setzen lassen? Ist das ihre soziale Ausgewogenheit? Wir wollten eine Kampfform etablieren, die uns also wirklich mehr Erfolge bringt als immer nur Demonstration, nur Resolution, sondern wir wollten eine Kampfform, wo die Belegschaft mit einbezogen wird, die mitmacht, eben ja, durch die Besetzung. Und das haben wir also praktiziert und auch geschafft. All diese Aktionen waren häufig von Akteuren beschrieben, quasi Lernprozesse. Also es ging sehr viel um Selbstbewusstsein. Das heißt, für viele war das ganz wichtig, zu sagen, in dem Moment, wir wehren uns zusammen,
mit Aktionen, auch wenn es zu diesen Dauer- oder längeren Besetzungen wie an der HDW meistens nicht kam, aber es gab viele Formen davor und darunter, die für viele Beteiligte ein Ausdruck davon waren, dass man sich gemeinsam für seine Interessen einsetzt und den Erhalt der Betriebe oder eben auch die Neuausrichtung der Betriebe anstrebt. Insofern war das eine wichtige Phase des Lernens in diesen Auseinandersetzungen. Das war ein Zusammenhalt, der so schnell nicht wiederherstellbar ist. Und man muss ja auch sehen, wenn du darüber guckst, das sind die Hallen von MAN. Ja. Direkt vorher ging es da um die Arbeitsplätze. Ja. Direkt davor haben wir über ein Jahr da Arbeitskampf gemacht, um überhaupt was zu erhalten. Und dann kam HDW. Also dieser Teil Ross hier war schon ein Zentrum der Auseinandersetzung. Aber offenbar ja auch, wie Johannes gerade gesagt, nicht nur Auseinandersetzung, sondern auch ein Ort, an dem auch ganz viel Kraft auch entfaltet wurde. Ne? Also wie du gerade sagtest, dass auch aus der Politik ihr viel Unterstützung hatte, dass ihr Unterstützung aus der Bevölkerung hatte. Da haben wir drum gekämpft, ja, dass die Politik sich nicht wegdrückt, sondern sich bekennt. Nicht? Und das hat sie dann auch. Ich habe mir den Innensenator geschnappt, Dieter Hering. Und dann sind wir zusammen zu HDW gefahren, damit er sich solidarisch erklärt. Es hat ja keinen Sinn eigentlich, dass der Senat oder der Bürgermeister sich öffentlich mit Vorständen in Hamburg, also auch mit dem Vorstand von HDW, streitet. An sich tut das dem Unternehmen nicht gut. Wenn aber der Vorstandsvorsitzende, der leider nicht in dieser Stadt wohnt, der leider nicht weiß, wie es hier aussieht, nicht auf unsere Vorschläge eingehen will, wenn er nicht bereit ist, Vorschläge, die der Senat und der Betriebsrat eben machen, aufzugreifen, dann, Kolleginnen und Kollegen, bleibt nichts anderes übrig, als dass der Bürgermeister auch in aller Schärfe den Vorstand und die Anteilseigner hier kritisiert. Keiner und auch ja, das geht. Keiner und auch ja, das geht so wie ein Baum, der ständig steht am Wasser. Keiner schiebt uns weg. Am vierten oder fünften Tag wurde eine Delegation zusammengestellt, die zu Stoltenberg gefahren ist. Am gleichen Tag fährt auch eine Delegation von Werftarbeitern zu einem Gespräch mit Finanzminister Stoltenberg nach Bonn. Kann er Hilfsmaßnahmen für diese Werft in Gang setzen? Die Kollegen warten gespannt auf das Ergebnis der Verhandlungen. Ich verstehe schon die Betroffenheit von Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. Aber ich muss ein paar Zahlen zum Anfang nennen. Und er hat, weil er ja Schleswig-Holsteiner war und komplett Nein gesagt, hat nichts gemacht. Die sind also erfolglos zurückgekommen. Das war natürlich ein heftiger Einschnitt. Diese Entwicklung ist sicherlich auch ein Ergebnis, das in den Gewerkschaften, in der IG Metall erkannt wird. Wir müssen auch Kompetenzen dafür entwickeln. Wir können nicht allein auf Schutz und Abwehr setzen, sondern wir müssen auch eine Art von Mitgestaltung oder Kompetenzen uns aneignen, um die betriebliche Entwicklung, um die Gefährdung von Standorten erkennen zu können, auch hinsichtlich der Produktion. Das kann man sicherlich als einen Punkt mitnehmen, die im langen Lauf daraus entstanden ist. War das eher so eine ganz kämpferische Stimmung oder habt ihr die eher so ängstlich wahrgenommen, verzagt? Die Stimmung war kämpferisch, das muss man sagen. Deswegen sagen wir bei dem Bild, dass es uns gut tut. Ja, ja. Weil ja, man war nicht in dieser Opferhaltung, das hat ja sowieso alles keinen Zweck und was weiß ich oder so. Sondern es war wir lassen uns das nicht bieten. Wir machen nicht. Und das war eine ganz andere Stimmung, als wenn wir dann gesagt hätten, okay, wir verhandeln über einen Sozialplan oder irgendwie sowas. Dann wäre das zusammengebrochen. Die Stimmung war immer wellenförmig. Aber man kann nie sagen, dass es abgebröckelt ist. Aber sowohl hier bei HDW als auch bei AG Weser in Bremen war es eben die Menschen, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht einfach gefallen. Und das hat letztlich dann dazu geführt, dass wir überhaupt noch Arbeitsplätze irgendwo gerettet haben, allerdings nicht hier bei HDW. Das ist eine Front, die sich dagegen gestellt hat. Deswegen ist das auch symbolisch so wichtig, dieses Bild. Man sieht hier Geschlossenheit, man sieht Stärke, man sieht Unterhaken, man sieht auch diejenigen, die was sagen und natürlich auch die Position rüberbringen. Und das ist genauso auch wichtig heute. Und wir haben viele Auseinandersetzungen auch in der heutigen Zeit zum Thema Transformation und Veränderung. Und das Wichtige ist auch, dass selbst die Beendigung der Besetzung
nicht dazu geführt hat, dass die Belegschaft gespalten war. Sowohl der Anfang war sehr einmütig in der Abstimmung, als auch dann nach einer Woche oder 8 Tagen, ich weiß nicht genau. 9 Tage. Nach 9 Tagen. Die Frage war, was machen wir jetzt? Und dann einmütig die große Belegschaftsversammlung, ein paar tausend Menschen, gesagt hat, wir lassen uns nicht spalten, wir gehen nicht auseinander. Morgens um 7.30 Uhr beginnt während der Besetzung eine offizielle Betriebsversammlung. Gegen 14 Uhr wird das Abstimmungsergebnis bekannt. Und dann sind wir gemeinsam wieder hier nach vorne gegangen, haben eine Abschlusserklärung gemeinsam verabschiedet und dann war die Werftbesetzung aufgehoben. Habt ihr das Abstimmungsergebnis hier? Nein. Das ist mein Alter, lass uns das Abstimmungsergebnis. 688 für Weitermachen, 11, 39 für Aufhören, 42 Enthaltung. Das Abstimmungsergebnis ist wohl die Reaktion darauf, dass viele Kollegen sich persönlich bedroht gefühlt haben durch die angekündigten Konsequenzen wie fristlose Entlassung, Sperrung des Arbeitslosengeldes, kein Sozialplan, sich dafür zu entscheiden, diese Besetzung aufzugeben. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, darüber ist auch abgestimmt worden, dass die Zusicherung des Vorstandes, keine Maßregelung auszusprechen, bis morgen früh 7.30 Uhr dann wieder am Arbeitsplatz ist, dass diese eingehalten wird. Das Kämpfen nimmt dir keiner ab. Wenn Menschen nur noch als Maschinen zählen, nach Kosten und nach Nutzen eingestuft, für ihren Schutz sich zwei Vertreter wählen, die Unrecht nicht verhindern können, wenn man nach Hilfe und nach Rettung sucht. Wenn Menschen dann nicht weiter wissen und Ohnmacht sie zur Notwehr zwingt, sie den Betrieb besetzen müssen, weil Demonstrieren wenig bringt. Wenn du den Arbeitsplatz zum Bollwerk machst, gewohnter Kampf dir nicht mehr nützt, dann endlich hast auch du begriffen, das Kämpfen nimmt dir keiner ab. Das Kapital hat durchgegriffen und schaufelt dein soziales Grab. Wenn Notwehrkämpfe letztlich doch versagen, weil der Konzern am längeren Hebel sitzt, hat dir und uns dein Wehren doch genutzt. Wir müssen täglich uns darauf besinnen, dass auch ein Rückzug neuen Mut entfacht. Wenn du selbst mitkämpfst, kannst du auch gewinnen. Bist du nicht Opfer, sondern Gegenmacht.